Und damit blicken wir an diesem Montagmorgen auf die aktuellen Zahlen. Das Robert-Koch-Institut meldet weiter sinkende Infektionsraten. Wie immer nach dem Wochenende sind die Daten allerdings nicht vollständig. Laut RKI wurden seit gestern 346 positive Tests registriert, 203 weniger als vergangenen Montag. Und die 7-Tage-Inzidenz ist inzwischen auf 8,6 gesunken. Außerdem meldet die Behörde 10 weitere Todesfälle. Die Angaben über die Zahl der Impfungen werden erst im Laufe des Tages aktualisiert.